Also, wir sprechen jetzt nochmal mit Vadek dann später. Schauen noch, wer was für uns zu tun hat. Ich habe mit der künstlichen Intelligenz Cassandra gesprochen. Aha, lass mich raten. Sie sucht nach mir. Das ist richtig. Ist ja klar. Ich war zeitweise das am weitesten entwickelte Wesen auf dem Planeten. Nur gut, dass sie noch nichts von unserem kleinen Unternehmen in der Bastion weiß. Sie registriert sicher einiges an Bewegung, aber als Bedrohung hat sie uns noch nicht eingestuft. Sonst wären wir schon lange erledigt. Für Cassandra bin ich die zweite humanoide Anomalie auf Magallan. Nun, dann kennt sie wohl genauestens deine Vergangenheit und unsere spezielle Beziehung zueinander. An ihrer Stelle würde ich mich auch vor dir in Acht nehmen. Wir schauen nochmal, wer was für uns zu tun hat. Und dann geht's weiter mit Svadek. Dratschen. Ja, du. Hast du nun herausgefunden, was da im alten Chemiewerk los war? Ja, du hattest recht. Wir werden tatsächlich abgehört. Die zentrale AI der Skyans hat Zugriff auf viele Systeme und Maschinen. Verdammt! Ich habe es gewusst. Was machen wir jetzt? Ich werde mich darum kümmern. Am besten du vermeidest Gespräche über unsere strategischen Ziele, wenn eine Maschine in der Nähe ist. Aber das ist ja fast unmöglich. Ja, aber wir wissen jetzt zumindest, wer uns belauscht und wie. Also nutzen wir dieses Wissen, so gut es eben geht. Pff, wenn das mal gut geht. Hast du Neuigkeiten aus Tavar? Die Weltenherzen stehen und verrichten weiterhin ihren Dienst. Bisher konnte jeder Angriff der Skyaniden auf die Herzen abgewehrt werden. Das sind gute Nachrichten. Vielen Dank. Die Herzen dürfen nicht fallen. Okay. Irgendeine Erfahrung dafür? Nö. Nix. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Fox interessiert keinen. Roni. Ich versuche wieder Falk mitzunehmen. Boah. Bin hängen geblieben. Boah. Hast mir doch etwas verlassen, der Löche. Mitkommen. Selbstverständlich. Und nicht wieder abhauen. Da hat man da einen Quietschet-Chair benutzt. Okay, back to the hangar. Wie viel Schlaf ist normal? Cyborgs schlafen? Eine weitere Simulation, die der an... Wo war ich? Eine weitere Simulation, die der Anpassung dient. Schlaf so viel du willst. Du wirst sowieso immer zu früh geweckt. Was ist denn das für ein Tipp gewesen? Die Rekonkane haben uns eine. Oh. Muss ich wahrscheinlich wieder den Umweg gehen. Mal durchschießen. Treibstoff ist auch auf fast Maximum. Einen kann ich noch reinsetzen. Hab gerade nicht viel Unterschied bemerkt. Und wie weit ich fliegen kann. Und wir sind auch schon ziemlich durch mit allem fast. Die Rüstung gefällt mir immer besser. Aber von wie viele Menschen hier früher wohl lebten? Immer nur Vadek. Immer nur Vadek. Nur Vadek lebt hier. Okay. Was sagt Großvater? Opa? Daddy Vadek. Oh ne. Daddy Vadek sollte ich nicht sagen. In einem Punkt hast du recht. Dawkins hat tatsächlich den Versuch gestartet, mit den Skyans zu verhandeln.
Was das nun für mich oder die sechste Macht bedeutet, ist erst einmal irrelevant. Viel wichtiger ist es, wie gerade du davon wissen konntest. Ich kenne Dawkins. Ich habe viele Jahre unter ihm und seiner Höhenmaschine gedient. Außerdem sah ich ihn, wie er das Land Marakor betrat. Tja, und wie ich vermutet hatte... Wie auch immer, das sollte dir jetzt aber doch zeigen, dass ich von Nutzen für dich und dein Vorhaben sein kann. Wenn du Dawkins gesehen hast und immer noch einen Groll gegen ihn hegst, warum hast du ihn denn nicht angegriffen, jetzt wo er verwundbar ist? Dieses Monstrum lässt sich nicht einfach so in freier Wildbahn erledigen. Dawkins hat die Jahrhunderte überlebt und spielt immer ganz oben mit im Gefüge der Mächte von Margalan. Ein einfacher Alp-Commander wie ich wird ihm dann nicht im Wege stehen. Ihn loszuwerden bedarf schon ein wenig mehr, wenn es überhaupt möglich ist. Schluss mit den Spielchen. Sag mir endlich, wie ich die Former der Skyans lahmlegen kann. Na schön. Hör zu. Die Former nahmen ihren Betrieb auf, sobald sie vom Himmel auf dem Boden auftrafen. Der größte von ihnen, der Hauptformer, steht in Marakor und dient den Skyans als Hauptquartier. Sie nennen ihn selbst Cassandra. Im Kern eines jeden Formers befindet sich eine Art Flugmaschine, um die herum sich eine organisch-kristalline Struktur gebildet hat. Darin verbauten sie verschiedene Zellen, um den Terraforming-Betrieb und das Züchten ihrer Kreaturen voranzutreiben. Du musst bis zu der Zentralrechnerzelle eines Formers vordringen. Jeder Rechner dort wird von einer künstlichen Intelligenz des jeweiligen Formers betrieben. Okay, also muss ich diese Zentralrechner zerstören. Das wird nicht reichen. Wie ich schon sagte, die Former haben alle schon ihren Betrieb aufgenommen. Du musst sie so umprogrammieren, dass die Zellen ihre Prozesse verlangsamen oder bestenfalls sogar gänzlich stoppen. Es wird möglicherweise eine gewisse Zeit dauern, bis so ein Ding gänzlich den Betrieb einstellt, aber er wird es, sobald der Prozess einmal umgepolt wurde. Ich bin kein Techniker. Nein, aber eine unserer Drohnen könnte es schaffen. Ich habe tagelang in der Nähe ihres Hauptformers in einer Höhle gesessen und den Datentransfer der Skyans abgehört. Dabei stieß ich auf Codefragmente eines Schlüsselalgorithmus, der an die anderen Former übermittelt wurde. Hier, übergib sie an eine unserer Drohnen. Es dürfte für sie kein Problem darstellen, den Schlüsselalgorithmus zu komplettieren und zu verwenden. Die Schnittstellen der Skyan-Technologie sind der unseren sehr ähnlich. Bringe deine Drohne bis in die Zentralrechnerzelle eines Formers und lass sie einfach ihre Arbeit machen. Wenn du es schaffen könntest, wenigstens zwei Former auf diese Art lahmzulegen, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Die Skyans sind sicher nicht sonderlich erbaut davon, wenn jemand in ihren Formen herumgeistert. Nein, darum ist es deine Aufgabe, sie daran zu hindern, deine Drohne zu zerstören, während sie versucht, die AI der Zentralrechnerzelle umzupolen. Außerdem, du wirst eine so wichtige Mission ja wohl auch nicht einem Robot überlassen wollen, oder? Und das weißt du alles aus reiner Beobachtung, ja? Ich sagte doch, ihre Schnittstellen sind den unseren sehr ähnlich. Nur so ergibt es Sinn. Warum nur zwei? Warum nicht alle? Du kannst auch versuchen, jeden von ihnen zu deaktivieren. Aber ich schätze, dass deine Drohne schon nach zwei von ihnen eine Unmenge an Daten über die Technik der Skyans gesammelt hat. Mit diesem Wissen lohnt sich vielleicht schon ein Blick in Richtung Marakor. Welche Former soll ich versuchen zu deaktivieren? Der eine ist vermutlich so gut. Ich weiß nicht, welcher von ihnen vielleicht weniger bewacht wird als die anderen. Du hast die freie Wahl. Suche dir einfach zwei davon aus, bei denen du dein Glück versuchst. Was weißt du noch über die Skyans und den Hauptformer in Marakor?
Cassandra ist außerordentlich gut gesichert. Eine Armee von Soldaten bewacht die einzelnen Zellen des Formers. Das ist leider bei weitem noch nicht alles. Cassandras Umland wird beherrscht von den bizarren Kreaturen der Skyans. Aber das Schwierigste wird sein, den Kern des Hauptformers lahmzulegen. Es gibt noch weitere diverse Probleme, über die wir stolpern werden. Aber ich weiß in den meisten Fällen, was wir tun müssen, um sie zu lösen. Du meinst, du kannst uns in die Höhle des Löwen bringen? So ist es. Du siehst, du wirst von meiner Expertise profitieren. Reden wir also über die Gegenleistung, die ich dafür fordere. Oh. Langsam, Vardek. So weit sind wir noch nicht. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Mag sein, aber es gibt im Moment nun einmal wichtigere Dinge. Unsere nackte Existenz steht auf dem Spiel. Wenn wir das alles überstanden haben, kannst du immer noch versuchen, mir den Schädel einzuschlagen. Darauf komme ich zurück. Zur Sache. Wie steht es um deine Truppe in der Bastion? Die sechste Macht entwickelt sich langsam zu einer starken Gemeinschaft, die auch die anderen Gilden mittlerweile registrieren. Es ist besser für dich, wenn du gar nicht erst versuchst, ihre Entwicklung zu stören oder ihr Vorhaben zu sabotieren. Ich würde es sofort merken. Unsinn. Wir werden jeden Mann brauchen, um mit den Skyans fertig zu werden. Ihr solltet eure Kräfte bündeln. Besser noch, wenn ihr euch mit einer der großen Gilden verbindet. Einen starken Partner für die sechste Macht zu finden, steht ganz oben auf meiner Agenda. Natürlich. Lass mich raten, das war Dawkins Idee, nicht wahr? Warum reden Alps so viel? Ah, im alten Elex auch schon. Alpgespräche dauern am längsten. Warum sollte ich auf deine Forderungen eingehen? Ganz einfach. Ich habe dir sagen können, wie du die Former der Skyans lahmlegen kannst. Also habe ich doch wohl unter Beweis gestellt, dass ich weiß, wovon ich rede, oder? Also, was willst du? Ich will, dass wir unsere reellen Chancen nutzen. Ich will, dass wir uns bestmöglich vorbereiten und uns kein grober Fehler dabei unterläuft. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß, sobald wir bereit sind, gegen die Skyans in den offenen Krieg zu ziehen. Das schließt natürlich deine persönlichen Angelegenheiten mit ein. Nur ein starker Anführer mit dem Blick für das Wesentliche wird erfolgreich sein. Ach ja, eine Kleinigkeit wäre da noch. Ich will raus aus meinem Exil und wieder zurück zu meinem Volk. Du wirst mir helfen, dass ich wieder zum Rang eines Alp-Commanders erhoben werde. Du weißt, ich war früher immer auf deiner Seite, aber... Es ist nichts Verwerfliches daran, wenn ich... Spar dir das. Ich hab schon verstanden. Gut. Dann haben wir also einen Deal? Okay. Hier also der momentane Stand der Dinge. Die Suche nach einem geeigneten Partner für die Sekte. Bevor wir weiter nach Marakor vordringen, müssen wir erst einmal gewährleisten... Da ist noch die Sache mit dir. So ist es. Ich... Nur weiter so. Auch wenn du mir keinerlei Vertrauen mehr entgegenbringst, ich werde zu meinem Wort stehen und uns zu Cassandra bringen. Besser für dich, wenn du es tust. Sonst sind wir alle erledigt. Auch du. Ja, so ist es. So viel Gerede. Ich brauche was zum Killen. Komm schon, Frank, wir erkunden die Gegend. Ein Drache nur. Schauen wir mal, ob wir irgendwo ein Lager finden, das nach legendärer Waffe ausschaut. Mist. Aui. Meine. Du wagst es. Das kann ich nicht machen. Oh. Ich wollte meine Eisfähigkeit ausprobieren, meinen Eisschlag. Aber der Drache sagt nein. Eine Elixader finden wir. Mit dem Elix, dass ich sowieso nichts mache.
können es für Schrotflinten-Money verkaufen. Das Elex. Da wird der Mund brennen vom Jax. Nach so vielen Chilis. Eine harte Sau. Das kann nicht jeder. So viel Chilis reinwürgen. Kenne ich hier irgendwas Interessantes? Schaut nicht so aus. Ziemlich mager hier. Ziemlich mager. So ein Ding haben wir. Da probieren wir einen Einschlag einfach aus. Was ist das? Dann treffe ich was. Also Störgeräusche macht es nichts. Naja. Das hat mich fast gewonshottet. Weg. Hinterher, Falk! Easy! Ich glaube, es wird keinen gar guten Fight mehr geben. Was haben wir hier hinten? Riecht das? Riecht doch noch legendäre Waffe hier unten. Halt ab. Dann haut man alles ab gerade. Nein. In der Brust. Nein, Achsen. Loot? Irgendwas? So ein kleines Ding. Wo sind wir auf der Karte? Alter Konverter, da waren wir doch schon. Da hatten wir doch schon eine legendäre Waffe gefunden. Oh, Mist. Ich bin nicht gut genug. Das werde ich hacken. Oder lockpicken. Aber zuerst schaue ich mich noch weiter um. Ich glaube, das werde ich nicht in der Folge lockpicken. Das dauert wahrscheinlich wieder eine Minute. Ja. Dort unten ist noch Loot. Nichts Wichtiges verpassen. Nur Brelex. Brelex. Das schaut nach nicht mehr irgendwas Interessantes aus. Ja, das ist die Map schon zu Ende. Oje, Bauchfleck! Ich glaube, meine Klerikerfähigkeit hat mir gerade den Po gerettet. Okay. Folge. Vorbei.